Hallo Kackbratzen. Also, the accent. The accent is, I mean, it's not the only thing, but, okay, I should just go over there to the piloting thing. Das Survival-Horror-Genre hat schon eine lange Tradition. Lange bevor mit Resident Evil oder auch Silent Hill das Genre auf der PS1 ein fulminantes Revival feierte, gab es, sofern wir mal vom PC absehen, für Konsolenspieler ein Potpourri an gruseligen Horrorspielen. Ganz vorne mit dabei ist wohl die Clock Tower-Serie, die auf dem Super Nintendo ihr Debüt feierte. Die Grafik war vielleicht nicht so fluffig wie in einem Resident Evil, aber trotzdem gab es in dem Spiel nicht nur eine unheimlich dichte Atmosphäre, die einem eine dicke Gänsehaut verpasste, sondern es gab auch eine Handlung, die einem auch noch in seinen finstersten Träumen verfolgte. Der einzige Nachteil war, dass die ersten Clock Tower-Spiele eher ein Point-and-Click-Adventure waren, die aufgrund mangels an intuitivem Gameplay nie wirklich aus dem Schatten anderer Survival-Horror-Spiele herauskamen, was eigentlich ein wenig schade war. Mit dem im Jahr 2002 veröffentlichten Clock Tower 3, das eigentlich schon der vierte Teil der Serie war, schnitt man endlich die alten Zöpfe ab und verpasste dem Spiel zum ersten Mal in der Geschichte eine komplette Überarbeitung des Gameplay, damit man es endlich mal auch mit der Konkurrenz aufnehmen kann. Das Ergebnis ist die beste Inkarnation, die die Serie bisher gesehen hat, was insgesamt Clock Tower 3 zu einem der gruseligsten Abenteuer seit Silent Hill macht. Legt euch also schon mal ein paar Windeln bereit. Zur Story will ich eigentlich nie wirklich allzu viel verraten, denn insgeheim hoffe ich, dass ihr die Spiele selbst erleben wollt, solltet ihr noch nie in Kontakt mit den Perlen gekommen sein. Die Geschichte beginnt in London im Jahr 2003, als die Heldin und Internatsschülerin Alyssa Hamilton einen Brief von ihrer Mutter erhält. Ihr 15. Geburtstag steht vor der Tür und den wollte sie eigentlich zu Hause feiern, aber ihre Mutter warnt ihre Tochter, so weit wie möglich es geht, von ihrem Zuhause fernzubleiben. Natürlich bleibt Alyssa komplett verängstigt zurück, aber am Ende entscheidet sie sich gegen den Willen ihrer Mutter. Im Haus der Familie angekommen, muss sie allerdings feststellen, dass ihre Mutti spurlos verschwunden ist. Stattdessen begrüßt sie ein ziemlich schmieriger Untermieter, der sich in der Pension der Familie breitgemacht hat. My sweet Alyssa. I've been waiting so long for this moment. Get away from me! Der mysteriöse Herr verschwindet und kurz darauf beginnt das unheimlichste Abenteuer eures Lebens, das mit einem Sack voll Zeitreisen und geistesgestörten Massenmördern verbunden ist. Nach den ersten drei Clock Tower-Spielen ist es so schön, den vierten Teil endlich so erleben zu können, wie man es sich vielleicht schon auf der PS1 mit dem zweiten Teil gewünscht hat. Alle, die Resident Evil gespielt haben, werden sich auf Anhieb zurechtfinden. Die Szenarien wurden zum ersten Mal komplett aus 3D-Polygonmodellen erschaffen und führen unsere Heldin durch viele unterteilte und auch viel größere Räume als je zuvor. Natürlich muss man mit den Survival-Horror-typischen vordefinierten Kamerawinkeln rechnen, wobei es auch Abschnitte gibt, in denen man in eine Kamera wechselt, die unsere Alyssa verfolgt, wie etwa auch in einem Resident Evil Code Veronica. Aber in den meisten Fällen bleibt sie stationär. Wenn die Kamera allerdings ihre feste Position einnimmt, wird es einem aber nicht immer einfach gemacht, die kleine Alyssa auch gut durch die verschiedenen Räume zu navigieren, da sich je nach Kamerawinkel oben und unten vertauschen wird und man unbeabsichtigt in die falsche Richtung läuft. Wenn man nicht schon vorher jahrelang mit Resident Evil sich an diese leicht madige Steuerung gewöhnt hat, wird man vermutlich des Öfteren den Controller voller Frust gegen die Wand donnern. Sobald man aber raus hat, wie der Hase bzw. Alyssa läuft, geht's ins Eingemachte, also der Kampf ums Überleben. Wer es gewohnt ist, sich mit einem Rucksack voller Waffen in den Kampf zu stürzen, wird in Clock Tower 3 wohl ein kleines Aha-Erlebnis haben. Tatsächlich stehen Alyssa während eines großen Teils des Spiels nur ein Fläschchen mit Weihwasser zur Verfügung und die Fähigkeit, sich zu ducken. Weihwasser klingt jetzt ohnehin nicht so, als sei es die beste Waffe aller Zeiten. Erschwerend hinzu kommt, dass der Einsatz natürlich ziemlich limitiert wird, denn spritzt man zu oft mit dem Wasser um sich, muss man die Flasche natürlich irgendwo auch wieder auffüllen. Das Problem ist nur, dass die arschigen Geister euch immer auf den Fersen sind. Zudem wird man auch sehr viel Weihwasser benötigen, um die zahlreichen verschlossenen Türen zu öffnen. Clock Tower 3 beginnt auch schon ziemlich heftig. Wir erleben, wie ein junges Mädchen versucht, einem mit einem Vorschlaghammer bewaffneten Wahnsinnigen zu entkommen, während sie in einem Raum eingesperrt ist. In Panik stolpert das Mädchen umher, während der Psychopath einen gewaltigen Schwung ausführt und sie nur um Zentimeter zu verfehlen. Dem Mädchen scheint die Flucht doch tatsächlich zu gelingen, doch leider hat sie nicht die Rechnung mit dem hartnäckigen Mörder gemacht. I kill
sollte. Doch nach dem sehr schrecklichen Vorboten auf das, was wir im Spiel erwarten dürfen, macht das Spiel einen sehr seltsamen Sprung. Denn nach der Zwischensequenz sehen wir unsere Heldin zusammen mit ihrem kleinen Freund Dennis. Dennis? What are you doing here? Pull me up. Während der Szene klopft Dennis an ihr Schlafzimmerfenster und bittet darum, hereingelassen zu werden. Und falls wer nicht aufgepasst hat. Ihr Zimmer befindet sich im ersten Stock. Besser, man stellt hier keine Fragen. Nach einem kleinen Unfall sehen wir die beiden im Zimmer der kleinen Alyssa und wenn das Ganze nicht schon merkwürdig genug war, legt das Spiel noch eine Schippe mehr Merkwürdigkeit drauf. Dennis scheint etwas über den Verbleib der Mutter zu wissen, will aber nichts verraten. Und was dann passiert, kann man nicht mit Worten beschreiben. Das muss man einfach gesehen haben. Well, it looks like you've grown up too, Dennis. Oh, come on. That was then and this is now. Wait a minute, would you? Clock Tower 3 ist definitiv ein brutales Spiel mit einer komplett fürchterlichen Story und Gameplay, das einem wirklich eine unfassbare Angst einjagen wird. Aber dann brilliert das Spiel mit solchen lächerlichen Szenen, was den kompletten Spannungsaufbau kaputt macht. Zumindest setzt das folgende Gameplay diese leicht hirnlose Teenie-Horror-Komödie wieder auf den rechten Fleck. Die Level mit ihren engen Gängen werden euch ab der ersten Sekunde ein latentes Gefühl von Panik bereiten, da sie perfekt für die vielen Begegnungen mit euren Gegnern gestaltet wurden. Und mit perfekt meine ich zum Vorteil der Geister und Serienmörder, die mit besonders tödlichen Waffen ausgerüstet sind. Grundsätzlich versucht man sich nicht im Kampf gegen sie zu behaupten, sondern sollte von ihnen weglaufen und ein gutes Versteck finden oder mit bestimmten Objekten im Level interagieren, um euch die Biester wenigstens einen Augenblick vom Hals zu schaffen. Zur Not hat man auch noch etwas Weihwasser, aber selbst das hilft auch immer nur für ein paar Sekunden. Eure Feinde werden euch unerbittlich jagen und allzu oft wird es auch vorkommen, dass ein Versteck auf Dauer ebenfalls keine Lösung sein wird. Sie werden euch finden und euer Leben ein Ende setzen. Aber nicht nur im Spieler wird die Panik ins Unermessliche steigen, sondern auch in unserer kleinen Heldin. Man sollte immer einen Blick auf die Panikanzeige werfen. Ist die voll, wird man unsere Heldin kaum noch kontrollieren können, da sie sich in einen Zustand der Hysterie versetzt. Und selbst wenn euch der Gegner keinen direkten Schlag verpasst, wird die Angst so hoch sein, dass sie aufgrund ihrer Panik sofort den Löffel abgeben wird. Pro Level gibt es generell zwei verschiedene Arten von Feinden, die euch das Leben schwer machen werden. Die erste Art von Geistern werden euch nicht unbedingt euren kleinen Hintern aufreißen. Die armen Seelen wandeln in den Level umher und sind eigentlich nur auf der Suche nach ihren Habseligkeiten. Wenn ihr eine gute Seele habt, dann solltet ihr euch auf die Suche nach diesen Dingen begeben, um sie den rechtmäßigen Besitzern bzw. deren Leiche wieder zurückzugeben. Solltet ihr den Wunsch nicht nachkommen, entwickeln sich die scheinbar nicht ganz so blutrünstigen Gegner in ziemlich lästige Arschkrampen. Natürlich gibt es wie immer Ausnahmen. Richtig happig ist allerdings die zweite Sorte euer Gegner, die leicht geisteskranken Serienmörder. Insgesamt gibt es nur 6 Stück von ihnen, aber sie werden euch in Form eines unerbittlichen Bosskampf euch die Seele aus dem Leib prügeln. In den ersten Clock Tower Spielen gab es mit dem Scherenmann einen so richtig fiesen Gegner, bei dem einem das Arschwasser in der Kimme zusammenlief. In Clock Tower 3 beschert man uns gleich mehrere dieser abscheulichen Gegner, die vielleicht ein etwas seltsames Outfit haben, aber trotzdem unheimlich tödlich sind. Man hat auch wirklich keine Minute lang Ruhe und wird ständig panisch durch die Level laufen, da diese Kerle jeden Augenblick auftauchen könnten. Man könnte jetzt auf der anderen Seite auch bemängeln, dass diese Begegnungen das Spiel nur unnötig in die Länge ziehen, da diese Arschkrampen einem beim Lösen der Rätsel einfach nur tierisch auf den Sack gehen. Natürlich dürfen Bosskämpfe nicht fehlen und hierdurch lebt die kleine Alyssa die schönste Verwandlung seit es Sailor Moon gibt. Ihr kleines Weihwasser-Ding verwandelt sich in einen mächtigen Bogen, mit dessen Energiepfeilen man nun versucht, den Bossen 1 überzubraten. Hier kommt die klassische Survival-Horror-Mechanik ins Spiel. So ein Bogen klingt vielleicht cool, aber das Ding will erstmal aufgeladen werden, bevor man überhaupt einen Pfeil abschießen kann.
Man benötigt eine große Portion an Timing, sehr viel Geduld und ein hohes Maß an Toleranz, da man sich während eines Angriffs nicht bewegen noch zielen kann, was bedeutet, dass sich der Gegner in dieser Zeit sich aus der Schusslinie bewegen kann. Sollte man aus purem Glück es vielleicht doch mal geschafft haben, einen Treffer zu landen, bildet sich eine Energiekette um den Boss herum, die ihn auf einen kleinen Bereich einschränkt. Und nachdem man eine bestimmte Anzahl von Kettenschüssen gelandet hat, kann man endlich zum finalen Spezialangriff übergehen und den Boss endgültig pulverisieren. Insgesamt sind die Bosskämpfe aber eine Qual, die das eigentlich so starke Setting mit den spannenden Geplänkel mit den Serienmördern irgendwie komplett aus der Bahn wirft. Von der grafischen Seite gesehen ist Clock Tower 3 aber eine Wucht, auch wenn es insgesamt nicht ganz so hübsch ist wie ein Code Veronica. Trotzdem sind die Charaktermodelle und deren Animationen von ziemlich hoher Qualität und auch alle Level, insbesondere natürlich die alte Pension, sind mit enorm vielen Details versehen worden. Alles erstrahlt in einem schmutzigen, klaustrophobischen Look, was einem vom Start ab in die richtige Stimmung versetzt. Am besten sind aber wohl die Zwischensequenzen gelungen und wer hier ein schwaches Herz hat, sollte vielleicht besser überlegen, ob Clock Tower 3 wirklich das beste Spiel für einen ist, denn man spart absolut nicht mit Blut und komplett gruseligen Bildern. Ich bin ja nicht wirklich so zimperlich, aber Clock Tower 3 hat wirklich das Potenzial für die schönsten Albträume aller Zeiten, die euch sehr lange wach halten werden. Auch der Sound ist zum Glück sehr gut gelungen. Ich will jetzt mal lieber kein Wort über die teils absolut lächerliche Sprachausgabe verlieren und damit meine ich ganz besonders den Abschnitt mit dem leicht strunzdummen Dennis. Then and this is now. Wait a minute, would you? Aber der Rest, was die sehr vielen gruseligen Effekte betrifft, ist wirklich gelungen. Ich weiß, dass das Gameplay einen Sack voll Stress bereiten kann und die Serienmörder einem mit der Zeit auf den Keks gehen werden. Aber jeder, der Survival Horror liebt, muss einfach Clock Tower 3 gespielt haben, gerade weil man eben nicht stumpfsinnig mit einer Waffe durch die Level laufen und seinen Gegnern die Rübe vom Kopf ballern wird. Das Spiel ist auf ein paar Ausnahmen das perfekte Beispiel dafür, wie gut eine absolut stimmige und grausame Atmosphäre die Mängel einer vielleicht nicht ganz so perfekten Spielmechanik ausgleichen kann und darüber hinaus ein Beispiel, wie gut ein Reboot einer Serie sein kann, wenn man bedenkt, dass die vorherigen drei Titel allesamt nur Point-and-Click-Spiele waren. Zu schade, dass das Clock Tower Franchise vom Erdboden verschwand. Mit Remothered hat man zwar versucht, den alten Geist wieder auferstehen zu lassen, aber trotzdem sollte man wenigstens einmal einen Blick auf das Original geworfen haben. Vergesst aber eure Windeln nicht. Mom? We did it! We did it, Mom! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.